Ich glaube, ich weiß, warum das gescheitert ist. Ich hätte da vielleicht einfach das Drahtseil benutzen sollen. Das werde ich gleich mal ausprobieren, aber erstmal wieder hinkommen und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Tomb Raider ist ja schon eine recht alte Serie, aber ich muss sagen, das Gameplay hier und eben das Ganze seit 2013, es trifft einfach genau meinen Geschmack. Also früher habe ich immer mal wieder einen Tomb Raider angespielt, aber so richtig gefesselt hat es mich nicht. Mit dem 2013er, finde ich, ist das Spiel richtig gut geworden. Ich habe zwar immer noch Interesse, auch mal die alten Teile wirklich auch durchzuspielen. Wird ein ziemlicher Kontrast sein. Es gibt da draußen noch welche, die mögen jetzt die neuen Teile nicht so, weil die eben ganz anders sind als die früheren. Aber ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall ein Freund von den neuen Teilen. Dieses Sammeln, Kämpfen, Erkunden und vor allem dieses alles in ganz schick und überhaupt das Paket insgesamt, das passt einfach. Nee, schon runter? Ja. Ja, das wird sein. Oh, wie weit wir hier runter können. Wenn ich das weiter oben mache, können wir ja direkt rüber. Moment, nee, komm. Das probiere ich so, ohne Kletterwand. Ja, das wird passen. Da haben wir schon ganz andere Sprünge erlebt, die auf einmal gepasst haben. Wir sind jetzt schon fast drüben. Ja. Oh, Federn. Tomb Raider Zeichen, danke fürs Weggehen. Schick. Das ist noch ein Gras. Vielleicht ist es auch Demut, was Lara gerade zeigt. Wie schön das Licht hier reinscheint, wie schön das aussieht. Also ich finde vor allem das Gameplay überzeugt bei den Spielen hier sehr. Aber ich kann auch nicht viel zu den alten Spielen sagen, weil ich habe es nicht groß gespielt. Ich habe die nicht groß gespielt. Aber irgendwann, ja, wie so andere viele Spiele, werde ich mich dem auch mal annehmen. Bestimmt. Das eine Spiel vielleicht schon im nächsten Jahr und das nächste dann vielleicht erst in 15. Überhang, Sprung. Nee, nicht wirklich. Jetzt bröselt das auch noch. Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Bis darüber, bist du verrückt? Nee, oder? Das ist nicht euer Ernst, liebe Entwickler. Böser Fogi, lieber Fogi, lass uns in Ruhe. Ein Drahtseil in der Luft. Boah, krass. Gut, mit Drahtseil habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Wir probieren's. Oh. Ah, zum Glück ist das Drahtseil echt gut, was uns da Sophia mitgegeben hat. In Kitesh. Einmal gestorben, war nicht abgeseilt, sondern direkt gesprungen. Ich gehe nochmal kurz zurück. Vielleicht gibt es hier noch was zum Sammeln. Wenn ich jetzt jedes Mal fürs hier durchschlüpfen Erfahrungspunkte bekomme, dann mache ich das gerne noch ein paar Mal mehr. Ne, hier ist nichts weiter. Gleich sind wir draußen. So, die nächsten Erfahrungspunkte bitte. Die sind echt schön geschwungen, die Sandalen, sage ich jetzt mal. Die Lara da anhat. Würde ich mir nicht anziehen wollen.
überrascht dir das? In Skydenas? Sehr schickes Wasser. Die brauchen gar keine Filter oder so. Die haben bestes Wasser. Und Schwalbensprung. Ich will aber nochmal hier hinten in die Ecke gucken. Na, hier ist so. Gibt es hier noch Jade oder Golderz? Immerhin blubbert Lara hier nichts. Oh, noch ein Taschen voll. Zum Glück haben wir viel Luft. Ansonsten, zu Beginn des Spiels wäre ich jetzt nochmal zurückgeschwommen. Aber mittlerweile können wir das ab. Oh, hier könnte man sich verstecken. Ja, hätte ich es mal gemacht. Scheiße. Wieder ein sinnloser Tod. Immerhin sieht man nicht, wie die hier Lara richtig zerfleischen. Wir brauchen echt ein Marsupilami, die. Das Marsupilami würde die ganzen Piranhas einfach auffrühstücken. Als wäre es nix. Ein Krabbelkäfer. Kommst gleich mit in unsere Tasche. So ein ganzer Fall auf so ein kleines Vieh. Was, jetzt kann ich nicht einsammeln, das Toxin? Hä? Hey? Ruhe in Frieden, kleiner Pfeil. Habe ich das noch nicht gemacht? Kann man hier oben noch was mitnehmen? Nö. Kamera. Okay, wenn hier böse Piranhas sind, dann gehe ich nochmal zurück und schnapp nochmal Luft. Und was? Okay, voll. Gas geben und von nix ablenken lassen. Da oben ist der Schwarm. Ich sehe nichts. Ah, die schwimmt an der Runde. Okay, ich schwimme unten an. Wenn hier halt Sammelkram ist, dann kann ich auch mal drauf pfeifen. So ganz klein wenig. Davon haben wir viel verballert bei den Unheilvollen. Hohes Gras. Ich gucke nochmal hier rum. Hohes Gras. Die Musik einfach aufhört. Wobei, jetzt ist sie wieder da. Wo sind die Viecher denn? Da, oder? Blöde Flasche, macht nicht so einen Lärm. Knackt die einfach. Vielleicht hätte ich das hören können, aber die Flasche hat gerade geknackt. Hab mich nicht erschrocken, aber sie hat geknackt. Bin ich hier reingekommen? Oh. Einmal im Kreis. Keine Fischis, denn erstmal Wasser schnappen, Luft schnappen. Kommt bestimmt noch so ein böser Aal an. So ein böser M-Aal. Oh, eine Tür. Ist bestimmt eine Falle. Ah, halt. Ah, oh, voll. Gut, dann raus. Einmal anknabbern lassen. Es gab kaum eine Möglichkeit, das zu machen, aber ich habe es geschafft. Immer noch die verborgene Stadt. Jetzt sind wir aber noch nicht draußen. Aber doch, kann man schon so sagen. Ja, doch. Und wir kommen mit leeren Händen. Jetzt die Waffen wieder weg. Was machen wir eigentlich mit dem Gewehr? Mit der Schrotflinte? Passen ja niemals da rein. Hätten wir schon hier vorher lang gehen können? Die Rebellion lebt. Ich meine, hier waren wir ja schon. Hier war ja noch ein Monolith im Wasser da hinten. Der Fisch
Ist noch der gleiche? Stimmt. Göttinnen oder Kreaturen, was auch immer sie sind. Es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Unuratu danach fragen. Aber erstmal müssen wir sie befreien, oder wurde sie mittlerweile wieder freigelassen? Wir haben viele Punkte bekommen, wir dürften mindestens 4 haben. 5 haben wir. So, wie war das mit Toxin und so? Leuchtmunition, das war doch bei Sammler. Lockfallen. War das hier oben? Sucher. Fähigkeit, Fallgift und Toxin von Spinnen und Käfern zu sammeln. Hm. Deswegen ging das nicht, weil ich es noch nicht habe. Schwingen des Adlers. Pfeile wieder zu bekommen. 2, dann sind wir hier 3 Punkte weg, dann haben wir noch 2 über. Wenn ich mir das gönne. Giftgranate. Hm. Konzentrationspflanze. Atem des Kaiman. Herz des Kaiman. Die Gesundheit, ja, ja. Geht ja bei uns nicht. Wobei, wir haben doch eine gewisse Autoregeneration. Wahrnehmungspflanzen waren das. Haben wir schon? Haben wir schon das Weiß? Ja, stimmt, das wollte ich ja machen. Ehe wir zu weit fortgeschritten sind und sich das nicht mehr so richtig lohnt. Also das auf jeden Fall. Anmut der Krähe. Das ist noch keine Krähe. Das ist Lara Croft. Tja, und jetzt? Habe ich noch 2 Punkte über. Lockfallen, Leuchtmunition. Pfeile wiederbekommen. Aber selbst jetzt unten, bei den Unheilvollen, hatte ich nicht wirklich einen Pfeilmangel. Steht ja bloß Pfeile, ne? Hm. Nicht Munition. Wofür die beiden noch ausgeben? Hm. Hm. Sie spannen ihren Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Das klingt super. Hätte ich eigentlich schon eher machen sollen. 2 Punkte, sehr gut investiert. Und Schrotflinte verbessern, auch wenn wir sie hier nicht groß zeigen können. Also unterm Tuch verbessern. Die können wir überhaupt gar nicht verbessern, die beiden. Also hier schon. Verstärktes Messer, aber... Da gab es immer im Vorgänger die Komfortfunktion, schneller damit was aufzumachen. Zum Beispiel. Ein Upgrade noch. Und dann 2 noch gesperrt. Präzision. Mündungsgewicht. Das Mündungsgewicht stabilisiert die Waffe beim Feuern und reduziert den Rückstoß. So sieht das aus. Kostet... Oh, wir haben gar nicht so viel Bergungsgut. Da müssen wir zu Not was kaufen. Mist, schon rot, weil zu viel Bergungsgut kostet, oder? Hm. Stoff haben wir genug gepolstert, das schafft. Was drum gewickelt und der Pumpgriff oder Pumpgriff. Pumpgriff. Verringert den Rückstoß dann ebenso. Gut. Also hier auf jeden Fall Bergungsgut und sowieso Bergungsgut. Aber erstmal zum Händler besser feilschen können und überhaupt viel Kram loswerden. Und auch viele schöne Sachen kaufen. Mal gucken, ob wir die Tante finden. 1. Wie die hier wieder im flachen Wasser starren. Kommen die Fische aus dem Boden gekrochen? Aus dem Sand oder wie? Warum stehen die hier so gespannt? Ja, genau, da ist Wasser. Ja, und da auch. Und klitzekleine Fischis. Okay. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Aber die Kleinen lohnen sich doch gar nicht. Erstmal wachsen lassen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Das Wasser unter mir schützt mich vor dem Wasser über mir. Wir sind das Wasser über dir.
gibt's ja irgendwo was zu buddeln. Wobei, das Wasser unter mir schützt das... Schützt das über mir. Ja. Ich glaube, ich grase jetzt einfach mal hier ganz grob drumherum ab. Wenn hier nichts zu finden ist auf die Schnelle, dann gehe ich erstmal Kram verkaufen. Die Taschen sind ja voll, das ist ja ekelhaft. Hier ist auch so viel Sammelkram unter Wasser. Ich muss was loswerden. Schade ist, das Spiel wieder etwas einknickt. Es gab wieder ein Update von einem halben Gigabyte vor dieser Aufnahmesession hier. Aber leider sind die Patchnotes nicht so gut, wie ich sie mir vorstelle. Was ich auch gelesen habe, Shadow of the Tomb Raider soll jeden Monat ein DLC bekommen. In Form von neuen Gräbern und so. Mal gucken. Ich hoffe ja auf solche DLCs wie zum Beispiel der Baba Yaga DLC oder Blutsbande. Kam das auch später rein, Blutsbande? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Blutsbande fand ich ja sehr gelungen. Einfach nur erkunden. Guten Tag. Ihr gebt alle gleich viel für den ganzen Kram, den wir loswerden wollen, oder? Hoffe ich noch. Hallöchen. Was Hallöchen. Wir verkaufen. Wir haben ganz viel Erz und Gold. Oh, fast voll. Hätte auch drücken können, aber... Die Götter sind für uns. Oh, hier nicht voll. Bitteschön. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Hier verkaufe ich auch ein paar. Die Götter sind für uns. Holz muss auf jeden Fall viel weg. Ich habe ja gerade erst Pfeile hergestellt, oder? Ich guck mal, du kannst doch... Feuerpfeil. Ah ja, 41 von 45. Genau das wollte ich sehen. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Kommentier nicht alles, was wir verkaufen. Federn. Finden werden sich auch immer genug. 8 noch über, das sollte reichen. 780 Münzen für 26 Federn. Ich muss mal raus in die Natur gehen, ein paar Federn sammeln und dann eintauschen. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Das war jetzt was? Medizin. Nach den letzten Stunden da unten in der, in Anführungszeichen, Unterwelt. Wir sammeln ja eh noch, aber wir bekommen ja auch größere Taschen. Bei der Medizin, da bin ich jetzt wieder etwas vorsichtiger. Das war die Wahrnehmung, das war die Konzentration und die Ausdauer. Ausdauer könnte ich mir nochmal gönnen. Nochmal schauen, wie das ist. Ne, hier hätte ich immer 4 übrig lassen, ne? Und dann finden wir eh bald wieder was. Die Götter sind für uns. Falls ich doch mal einsetzen will, dann habe ich auf jeden Fall eine klitzekleine Reserve, die ich ankratzen kann. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Das wird bestimmt über 12.000. nützlich für dich sein. Fell? Nee, erstmal nicht. Da haben wir nicht so viel über. Fett eigentlich auch nicht. Da kann ich mir später noch was kaufen. Adlerfedern. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Kondorfall ist nicht gut. An sich schon, aber das können wir auch nichts mehr sammeln. Nützlich für dich sein. Ja. Schwarzpulver. So viel bei den Waffen können wir gerade eh nicht verbessern. Insofern kommt mal die Hälfte weg. Die Götter sind für uns. Bleibt mal noch, bleibt auf jeden Fall. Und Toxin gesammelt, aber nicht von den wilden Käfern. Du hast den Bogen für Ziehtempo und Haltezeit prädestiniert. Finde ich nicht so gut. Die Stiefel. Das ist ein Mantel. Die Pfeile mit Feuer. Nö. Vielen Dank. Ich weiß, es gibt andere, die sind geiler bei dem, was sie haben. Wir müssen noch Bescheid geben wegen Unoratu. Oh, hier war ich noch gar nicht. Sowas. Die Form dieser kunstvoll gearbeiteten Pfeife erinnert an Xayucuatl, einen Schlangengeist der Azteken, der in grün, blau und gelb dargestellt wird. Ihre Seiten sind mit Halbedelsteinen verziert, wobei die Verarbeitung von Jade auf einen gewissen Einfluss der Maya hindeutet. Also die Farben, blau, grün und gelb, tolle Kombination, sieht auch toll aus. Hier ist noch was zum Gucken. An der Seite die Edelsteine, Jade. Da pfeift man rein, da pfeift sie wieder raus. Und da auch. Sieht etwas aus wie ein Hobel.
So, und wo ist hier noch was? Da drin, das da? Kting. Ich finde dich, wie bisher alles, was Geräusche gemacht hat. Der Kopf riecht immer noch nach verbrannten Wurzeln und Rauch. Kein wirklich unangenehmer Geruch. Drogen, Rauch, Zigaretten, Oh Gott. Oh, können wir gleich wieder verticken. Gut, dann würde ich sagen, machen wir aber erstmal eine kleine Pause und guck mal, wo die Tante gerade ist. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.